Ja, gut. Ich habe jetzt wieder weitergespielt. Das war ein bisschen nervig. Hab mir den Videopart angeguckt und habe wirklich alles nochmal neu gemacht. Und naja, hab den mit meinen Feuerpfeilen weiterhin bearbeitet. Wie ihr seht, nichts gemacht. Jo. Gut, 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 gut. Jetzt will ich aber den Turm noch ausrauben. Und dann können wir dem Jack Bescheid geben, dass wir seinen Turm freigeräumt haben. Jo. Aber vorher möchte ich mit den Typen hier oben nochmal sprechen. Vielleicht gibt es hier oben nochmal Respawn. Was ich zwar nicht glaube. Aber man weiß ja nie. Mal in die Stadt werde ich sowieso nochmal müssen, wenn ich schon mal hier oben bin. Hallo Blutfliegen. Na komm. Ich mag Blutfliegen nicht. So im Nahkampf sind die echt beschissen. Hier gibt es Skelette. Mit denen möchte ich mich noch nicht anlegen. Ne, gut. So, dann speichere ich mal. Ich probiere es trotzdem mal mit den Skeletten. Wir haben ja Feuerpfeile. Vielleicht klappt das ja. Die Goblin-Skelette zum Beispiel haben ja auch, sind ja auch anfällig dagegen. Die niederen Skelette sind ja auch ganz gut dran. Vielleicht schaffen wir das ja auch mit den normalen Skeletten. Na, beide will ich eigentlich nicht haben. Vielleicht kann ich die so ein bisschen austricksen. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Aber es scheint den gut Damage zu machen. So ist es ja nicht. Die Frage ist, wo sind die hin? Eine Riesenratte. Es wird Zeit, dass wir Feuerball kriegen. Wagen, den will ich jetzt eigentlich nicht haben. Sind die wieder hier? Muss doch irgendwo noch ein anderes Skelett sein.
Die Frage ist, wo ist das hin? Ich habe nämlich keine Lust, dass mich das später hier einfach mal schnell auf die Schnelle überrascht. Ist das hier? Ich glaube, das ist hier runtergefallen und ist gestorben. Nicht haben. Aber hier gibt es eine Menge Sumpfkraut. Da höre ich den doch schon. Der kommt doch bestimmt jetzt gleich wieder her. Ne, kommt er nicht. Super. Die Wagen sind natürlich brutal. Lass mich mal kurz überlegen, wie man gegen die vorgehen kann, aber ich befürchte, da klappt gar nichts. Das sind normale Wölfe. Gut, das ist machbar. Hier gibt es 3 Snapper. Ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Ich glaube nicht. Die kommen ohne Vorwarnung, die kann man ganz leicht von der Gruppe trennen. Da ist nichts zu plündern. Doch. Schon ganz gut zu machen. Na komm. Gut, dann räumen wir mal hier oben auf. Hätte ich nicht gedacht, dass die Snapper so einfach zu plätten sind. Spiel speichern. Mal gucken, ob Innos mir für meine 100 Kohle was gibt. Na, ich glaube, der gibt mir jetzt nur noch Mana. Was eigentlich nicht verkehrt ist. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass da 4 Stück sind. Super, perfekt. Wunderbar. Das wollte ich doch wissen, das wollte ich hören. Aber ich mache hier trotzdem weiter. Ich werde aber auch trotzdem speichern. Also gleich, wofür ich die ausgeben werde, welche Elixier der Stärke lernen und gleich alles brauen, was ich kann.
mal eine bessere Waffe tragen kann. So, Feldräuber sind keine Probleme. Jo, klappt doch super, wie ich finde. Hier gibt es noch Sumpfkraut. Ein bisschen Sumpfkraut brauchen wir, aber erst später. Die Feldräuber sind Einzelgänger. Das bedeutet, wenn wir einen von dem aus der Gruppe klatschen, dann kommt nicht sofort der andere. Das ist bei Snappern allerdings anders da. Oder bei Keilern und Wölfen. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen schwieriger zu meistern als die... Alter! Die machen Aua. Sumpfkraut, super. Jo. Ich glaube, hier will ich aber noch nicht weiter. Ich will jetzt erstmal zurück in die Stadt, mich hinlegen, dass ich mich mal in Ruhe ausruhen kann. Dann möchte ich ganz gerne mal ein Aufnahmepäuschen machen. Heute werde ich mich so... Ja, es ist immer noch Sonntag, Sonntagmorgen. Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden, keine Ahnung warum. Und gestern habe ich mit Freunden noch Civilization 5 gespielt. Da waren wir unterwegs bis um kurz vor 12. Dann habe ich mich ausgeklinkt. Es war ganz nett. Mal wieder ein Spiel zu 4 zu spielen. Jo, heute habe ich mir gedacht, beginnst du den Tag mal etwas früher, kannst noch ein paar Sachen machen, die noch mal ein bisschen was üben, ein bisschen was lernen. Dann noch die Sachen packen und mich für die nächste Arbeitswoche vorbereiten. Und Gothic 2 mal ein bisschen länger zu spielen. Und zwar habe ich vor, dass ich heute ungefähr so 30 Minuten Parts aufnehme, dafür allerdings mehrere. Und diese für jeden Abend als Premiere veröffentliche, so dass ich so ein kleines Programm reinschneide. Das sind 5 Tage, Montag bis Freitag, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das eher Montag bis Donnerstag machen soll. Und Freitagabends ist sowieso immer was Special-mäßiges.
In dem Sinne, dass ich... Ja, dass da einfach was Besonderes ist. Ja, da kann man dann was anderes machen. Stream oder sonst was. Mal gucken. Da muss ich nur gucken, wie das zeitlich hinhaut. Vier, das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das sind vier, so ungefähr 30 Minuten. Wenn ich das am Stück aufnehme, dann sind das zwei Stunden am Tag. Also am Wochenende kann man mal für ein Projekt investieren. Die Farbeinstellung habe ich nochmal ein bisschen umgekehrt. Beziehungsweise umgestellt in meine Nvidia-Systemsteuerung, weil ich gemerkt habe, dass das Spiel doch relativ dunkel wird, wenn ich das alles nur auf 50% schalte. Und aktuell habe ich halt knapp die Helligkeit und die Gamma-Werte im Spiel runtergedreht, aber vom Bildschirm aus hochgedreht. Also jetzt nicht an den Bildschirm-Monitor, also Monitoreinstellungen, sondern von den Nvidia-Einstellungen, sodass auch Aufnahmeprogramme davon betroffen sind. Also meinem Grafiktreiber sozusagen gesagt, hier macht es mal ein bisschen heller, auch die Farben gefällt mir bis jetzt ganz gut. Alles auf 68% hochgestellt. Was du nicht sagst. Ja, was ich nicht sage. Wer sagt denn sowas? Ich? Nö. Ja. Das ist nicht sowas. Natürlich. Entschuldigung. Naja, von mir ist er drauf gekommen. Einige Probleme. Naja, ich bin eher der Problemlöser. Hey, du. Meine Meinung kannst du nicht. Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Gut, super. Ich habe 20 Lernpunkte, bin zufrieden. Boah, 60.000, das ist übel. Das ist mal wieder typisch. Ja, stimmt. Das ist ja schrecklich. Ja, ne? Mensch. Das ist doch inzwischen Julia. Echt? Ich wusste es noch nicht. Das ist mal wieder typisch. Ja. Entschuldigung. So, Konstantino, mach mal Platz hier. Der Chef will ran. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Wenn du den Sud aufkochst, achte darauf, dass die Bläschen nicht zu groß werden. Sonst erlebst du dein blaues Wunder. Geil. Zurück. Spezielle Tränke brauen. Trank der Stärke. Stück kann ich herstellen. Zwei Stück habe ich noch. Mhm. Sieben Stück. Ich glaube, wir könnten Stärke jetzt mal so richtig buffen. 7 mal 3 sind 21 Stärke. Jo. Kann man mal machen.
Zeig mir das. So, der hat nichts Besonderes. Dem kann ich dann ein bisschen mein altes Zeug verkaufen. Rostiger Zweihänder, Kriegskeule, grobes Kriegsbeil, Schwert, Degen, ein Gehstock, die kleine Armbrust kann weg und der grobe Zweihänder kann weg. So, dann ziehe ich die Armbrust an. Dann kann der Jagdbogen weg. Diese Bögen können weg. Super, das sieht doch schon mal ganz anders aus. So. Jo. Super, freut mich. Wir sehen jetzt... Das ist das Land zerstört. Aber Inus sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Gut. Land. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was ich machen wollte. Und Inus sprach zu ihm, und der Mensch ward ihm untertan. Und stimmt, ich wollte demnächst mit... Macht, auf dass er den Wirken Bilias Einhalt gibt. Ich will mal gucken, ob ich noch irgendwo Gold herkriege. Dann will ich gucken, was der andere Alchemist da so verkauft. Weil die verkaufen nämlich alle so spezielle Tränke. Da bist du ja. Ich hab... Wolf, guter Abend. Gut. Super, das sieht doch nämlich schon gleich ganz anders aus. Warum hört eigentlich keiner auf dich? Das ist ein Dreck, sagt der Gebrand. Ich hasse den wie die Pest. Und der Mensch erschlug das Tier. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Immer wieder das Gleiche. Zeig, es ist mir eine Freude. Na okay, den habe ich schon gehört. Den habe ich schon geschröpft. Ich glaube, dann gehe ich noch mal ins Kloster und gucken, ob da noch irgendwas zu holen ist. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich meine, der Meister Gorax hat noch ein paar besondere Tränke. Weil hier in der Stadt habe ich jetzt alles leer gefegt. Auf der anderen Seite will ich das Elixier des Lebens noch vom... Stimmt, auf die Bauernhöfe könnte ich noch mal gehen. Da könnte ich noch mal gucken, ob es da noch irgendwas Neues gibt. Speziell die Sagitta und der Erol, der hat ja noch einen Trank. Vor allem mit ordentlich Zeug. Ich glaube, ich werde auch versuchen, bei denen das ganze Gold loszuwerden. Jeden Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie dem Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren soll. Dann kann ich auch gleich nochmal gucken, ob es noch Respawn irgendwo auf dem Weg dorthin gibt, was ich nochmal ein bisschen XP abgammel. Schlimme Zeiten sind das. Das ist mal wieder typisch. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich glaube da nicht dran. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Dann kann ich jetzt eigentlich meine magische Fähigkeit etwas erhöhen, mein Mana. Was? Ich probiere jetzt mal was. So, Magischärpe 55. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich das anziehe. Das sieht ganz gut aus. Dann werde ich hier mal speichern, mich mal mit dem Ork anlegen.
das kannst du vergessen. Der muss aber weg. Wenn die so permanent blocken würden, weißt du? Nee, das kannst du vergessen. Die Ohrkrieger kannst du ja echt. Ah, wie mache ich denn das am besten? Ich hab da, glaube ich, eine Idee. Ich will mal was probieren. Ich möchte ihn unbedingt selbst klatschen, wegen der Erfahrung. Ich könnte ihn natürlich jetzt hier in die Stadt locken und versuchen, den letzten Schlag auszuüben. Aber ich glaube, der macht ganz schön viel, der macht ganz schön viel Aua. Auf der anderen Seite könnte ich auch durchrennen zum Portal. Darf nicht vergessen, dass ich die Rüstung nicht anziehen darf in bewohnten Gebieten. Er sollte wieder den Mund halten. Ich halte aber nicht meinen Mund. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Zeig. Ich hätte gern einen Eisblock. Der erzähle ich gar nichts mehr. Na gut, dann muss halt die Eiswelle ausreichen. Wer sagt denn sowas? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich probiere es einfach mal. Ich kann es nicht garantieren. Jetzt am Schnürchen gehen, weil der wird nämlich gleich wieder. Alter, leck mich! Ich krieg den irgendwie anders. Da ziehe ich aber die andere Rüstung an, die hat mir wesentlich mehr geholfen. Ich hoffe, der heilt sich jetzt nicht wieder. Das wäre sehr ärgerlich. Ich krieg das aber noch hin. Ich krieg das auf jeden Fall noch hin. Habe ich hier schon die Eiswelle? Nein, habe ich nicht. Dieser Kackwolf, der geht einem so auf den Sack. Ich könnte natürlich zwei kaufen, aber 200 Goldstücke ist natürlich auch ordentlich. Zumal ich ja schon so eine Eiswelle ganz gerne
Als Rune vielleicht, obwohl eine Eiswelle nicht, Eisblock würde ausreichen. Zeig mir. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe was anderes. So, dann muss ich mich drauf vorbereiten. So, Ring der Unbesiegbarkeit. Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie, Schutz vor Pfeilen. Das bringt alles nichts. Das ist ärgerlich. So, ich speichere hier einfach mal. Sieht doch ganz gut aus. Yo. Boah. Übel. So, dann ziehe ich meine Feuermagierrüstung wieder an. Große Wunden heilen, mittlere Wunden heilen. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Super. So, okay, hier habe ich alles. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Gut. Okay, hier waren wir schon. Jetzt will ich in die Taverne gehen. Das war wichtig. Hast du schon mal einen... Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Will doch keiner wissen. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden. Nicht weit von meiner Taverne entfernt ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Zeig mir das. Klar. So, hat er irgendwas Besonderes? Nee, hat er nicht. Perfekt. So, das mit dem Ork war natürlich eine extrem starke Herausforderung. Hier liegt da was? Nee, das ist nur eine Textur. Gibt nämlich auch wieder ordentlich an XP abzustauben. Vor allem muss ich auch noch die letzte und dritte Sprache erlernen. Die Frage ist nur, ich habe keine Ahnung, wie viel Lernpunkte die frisst. Ich glaube aber, es waren 20.
Es gibt drei Arten von Sprachen, die der Bauern in diesem Spiel, die der Krieger und die der Priester. Und jede Steintafel hat sozusagen Stufen. 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir das noch machen. Haben wir das schon geöffnet? Ja, ich glaube schon. Gut. Gibt nämlich Erfahrung. Dann müssen wir den Wassermagiern sagen, dass die Dinge in Ordnung sind. Und dann passt's. Kannst du... Sag mir... Der hat auch ein paar coole Sachen, aber ich brauche Kohle für anderes. Deswegen kriegt er von mir erstmal nur Sachen verkauft. Stachel kann weg. Gold kann weg. Komm, scheiß da hin drauf, weg damit. Blutkelch auf keinen Fall. Innersstatue kann weg. Erzbrocken brauche ich auch nicht. Zange brauche ich. Das behalte ich mal. Apfeltabak kann weg. So, jetzt muss ich einen von den Wassermagiern hier ansprechen. Ich glaube aber, das ist einer von denen hier vorne. Der bringt mir nur die Sprachen bei, Mixier. Hey. Lehre mich. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. 15, ja, das geht ja noch. Hey! Wegen der fehlenden... Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig! Eins fehlt jetzt noch. Dann hier. Danke. Super. Ich brauche unbedingt mehr Lernpunkte. So, will ich mal nach den Wassermagiern hier vorne gucken, nach Saturas und Nefarius, glaube ich. Meine ich. Oder Rodian. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Nee, Rodian war es nicht. Hey, du! Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Gut. Ich muss den einen speziellen Magier finden. Ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Normalerweise müssten die immer so ein bisschen in der Nähe von dem stehen, was sie... Ah, da, der ist das, glaube ich. Oder? Warte mal. Die Teleportersteine scheinen gut zu funktionieren. Du hast es tatsächlich getan? Du bist wirklich hineingegangen? Ja, sie funktionieren offensichtlich immer noch. Unglaublich. Das muss ich mir nachher noch genauer ansehen. Super. Dann weiß ich Bescheid. Gut, wir haben hier alles erstmal gemacht. Wir nehmen Laris später nochmal mit, um den anderen Dingsbums zu kriegen. Um das letzte Ornament zu bekommen.
Aber ich möchte jetzt trotzdem erst nochmal zur E-Roll gehen, kurz, also schnell. Und dann möchte ich... Wie heißt's? Und dann möchte ich nochmal zu Sagitta. Um zu gucken, ob die noch irgendwas Besonderes für mich haben. Kohle haben wir ja genug, hoffe ich. Obwohl, so richtig genug Kohle haben wir nicht. Weil der Erol will ja allein schon 1500 Gold für seinen komischen Trank haben. Das ist natürlich problematisch. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das war keine große Sache. Hey! Zeig mir die Auswahl. Keiner wissen. Das hätte ich gerne. 1500 Gold muss ich kriegen. Das kann weg. Das kann weg. Das will doch keiner wissen. Lederbeutel. Das ist seine Entscheidung. Man weiß gar nicht mehr, wem man glaubt. Das hätte er auch selbst wissen können. Feuerring. Ich erzähl dir Schutz vor Magie. Der kann weg, den Feuerring behalte ich mal. Ist das wirklich wahr? Jetzt muss ich mal gucken, was ich da noch verkaufen kann. Fackel kann alle weg. Perle können zwei weg, behalte ich mal. Und Pech bringt mir natürlich nicht wirklich viel. Stellt sich das immer so einfach vor. Mhm. Ist das wirklich wahr? Perfekt. Super. Es war natürlich krasses Unterfangen. Aber gut. 20 Leben war es wert. Permanent natürlich. Ich könnte natürlich jetzt... Ich glaube, zu Sagitta brauche ich gar nicht erst gehen. Liegt einfach daran, dass ich gar keine Kohle habe, selbst wenn die was hätte. Natürlich könnte ich die umknüppeln. Könnte sie versuchen auszurauben und dann mit einer Vergessensspruchrolle sie das vergessen zu lassen. Aber das wäre irgendwie asozial. Ich könnte natürlich noch probieren, hier oben in die... mich mit den Banditen anzulegen. Da oben sind ja noch ein paar Banditen in dem anderen Turm. Da gibt es auch noch bestimmt ein paar coole Sachen zu finden. Ich glaube, ich bin da noch gar nicht so weit. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt einen Piratensäbel. Also schwer zu sagen. Tja, die Leute hier liegen tot herum. Dann will ich hier mal abspeichern erstmal. Wer weiß, was uns hier so erwartet. Dann gucken wir mal, wie lang der Part wird. Eigentlich wollte ich den nicht so lange machen. Ich beende den Part einfach mal hier. Macht's gut, Leute.